Mikronavigation ist ein Projekt, das haben wir bei der BMW Forschung und Technik entwickelt. Dabei geht es darum, dass die Navigation deutlich einfacher wird und man genau zu dem Ziel findet, wo man wirklich hin will. Das Micro-Navigation-System umfasst eine Vielzahl an Komponenten. Das fängt schon zu Hause bei der Reiseplanung an. Man kann eben schon in das Gebäude reinschauen. Man kann sehen, was gibt es da für Parkmöglichkeiten und sich auch vorab zum Beispiel schon einen Parkplatz aussuchen, der in der Nähe vom Aufzug liegt. Von der Idee bis zum fertigen Prototyp hat die Entwicklung ca. 3 Jahre gedauert. Wir arbeiten auch sehr eng mit unseren Serienkollegen zusammen, damit die Chancen für eine spätere Realisierung im Auto entsprechend hoch sind. Unsere Testfahrt führt uns zur BMW-Welt. Hierbei erfasst eine Kamera die aktuellen Fahrbahnmarkierungen. Ich habe eine spurgenaue Kartendarstellung, eine spurgenaue Positionierung und eine spurgenaue Routenführung. Das heißt, das System sagt mir immer, welche Fahrspur für mich optimal ist. Wenn man dann in das Zielgebiet kommt, ist eigentlich die wichtigste Aufgabe das Parken. Und das haben wir uns auch sehr intensiv angeschaut und eine Parkhausnavigation entwickelt. Das heißt, das System erkennt automatisch Parkhäuser und kann Stockwerkswechsel erkennen und diese Information bei Bedarf auch am mobilen Endgerät wieder zur Verfügung stellen, sodass ich mein Auto schnell wiederfinden kann. Durch die Übermittlung der hochgenauen Position vom Fahrzeug kann auch am Smartphone des Kunden eine sehr gute Positionierung innerhalb von Gebäuden erfolgen. Auch ohne GPS findet man sich gut zurecht. Man wird vom System zum Ausgang des Parkhauses geleitet und dann auch weiter innerhalb der BMW-Welt.